So, da, und damit sind wir wieder zurück im Kapitel Das Wrack der Maria Doria. Und ja, soweit ich weiß, sind wir davor gerade aus dem Wasser gekommen und können wieder ins Wasser rein, wobei da drüben liegt Munition. Allerdings traue ich dem Frieden nicht. Weil, und da höre ich ihn auch schon. Okay. Ich kenne wen, den du nicht kennst und der ist zu blöd, um einen. Okay. Ich will... Halt! Hilfe! Hilfe! Ah, das war die. Sorry. Wird gerade die falsche Tastenkombination gedrückt. Na dann. Lieber Herr Taucher, mögen Sie doch bitte sterben. Zum Sterben. Danke. Ich dachte, der stirbt ja nie. So, oder la. Rein theoretisch hätten wir den nicht mal umbringen müssen, aber nein. Tot sind sie alle besser. Okay, großes Medipack. Ja. Und da geht's runter. Okay. Wo sind wir da? Speichern wir mal. Welche Waffe haben wir ausgerüstet? Perfekt. Autsch. Okay, da geht's wohin. Und sonst geht's wieder hin. Nachdem ich weiß, dass wir links erst viel später hin müssen, gehen wir derweil links noch nicht hin. Schauen wir mal. Ja, gemütlich. Aha. Einmal und... Da, was hat der für uns? Aha. Zwei kleine Medipacks. Die ich dabei noch nicht nehmen werde. Schauen wir uns mal um, nicht dass da noch ein paar daherkommen. Nein. Wohl, da könnten noch. Kommen aber nicht. Sehr gut. Na dann, schauen wir uns mal ein bisschen um. Und da haben wir ein Loch in der Decke. Das müssen wir jetzt rauffallen. Rauf. 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 Gehorche. Danke. Okay. Speicher lieber nochmal. Ui, tu mir nichts. Ja, okay, hat uns was getan. Ich nehme ein kleines Medipack, lieber gleich schon. Sympathisches Kerlchen. Hat uns allerdings nichts fallen lassen. Was ihn wieder unsympathisch macht. Da gibt's nichts. Oha! Aha! Gut, da oben hören wir schon wieder unseren nächsten. Au! Der schießt schon auf uns. Vor wen überhaupt sehen? Alter! Aggro! Ich hab's ja gar nicht mehr. Jetzt bleib ich da stehen. Ich seh dich da oben.
was, wir machen die jetzt fertig. Schieß ihn! Jemand erwischt? Na, das kann es aber nicht sein, dass wir den schon gemacht haben, oder? Da liegt keine Leiche. Ah. Aber direkt auf dem anderen drauf. Kuschelig. Ich sehe schon, je länger das Spiel dauert, desto mehr Medipacks verbrauche. Das tut mir selber richtig weh. Naja. Kann man nichts machen. Gut, dann schieben wir mal den Block raus. Noch ein Block? Und Block rein. Wir müssen jetzt die Blöcke irgendwie verstauen. Woanders. Da kann ich sie nicht rein verschieben. Dann tun sie da rein. Und weiter rein. Okay, weiter rein, das geht nicht. Da ist echt nichts, ne? Gut, dann holen wir uns als nächstes den da. Raus mit der. Gut. Dann tun wir den jetzt dahin. Den stopfen wir zum Frachter rein. Geht's da schon weiter? Oder wird's schon weitergehen? Will ich aber noch nicht. Wie verschieben wir jetzt die Blöcke weiter? Ich habe wieder mal das Gefühl, dass da hinten einfach Menschen auf uns warten, die uns nichts Gutes wollen. Geht's weiter rein? Nein. Na dann den auch noch raus. Vielleicht geht's da hinten auch noch wohin. Ui, da knacksen die Knochen. Und raus! Klingt schmerzhaft. Sind wir da dahinter? Da geht's auch weiter. Gut, dann haben wir jetzt quasi zwei Wege. Wie gesagt, wir gehen zuerst da in den einen Raum rechts davon. Weil der schaut einfach aktuell schöner aus. Okay, wer will uns was antun? Zeigt euch. Okay. Da steht sie unter Wasser. Türe zur Decke. Das ist ausgeschlossen, da brauchen wir Schlüssel. Okay, so viel dazu, dass ich jetzt erst da rein will. Hätte ja sein können. Gut. Dann gehen wir halt in den anderen rein. Wobei beim anderen weiß ich, soweit ich mich erinnern kann, dass es eher unlustig wird. Oh ja. Oh ja, ich weiß wieder, was das war. Ich glaube, das geht sich mit dem Leben nicht aus. Ich glaube, wir benutzen mal eine neue Waffe. Wir haben noch nie die M16 benutzt. Bring it on, sucker! Okay, der hat's nicht lang gemacht. Auch nicht?
Schon mal ein guter Start. Kommen die anderen auch? Irgendwer hat da gerade geschossen. Okay. Ja, also. Cooles Ding. Ich nehme mal an, das war's soweit. Aha. Der hat mir ein großes Medipack fallen gelassen. Aha. Sehr schön. Dann was haben wir denn hier? Die sind teilweise über Stacheln und Spikes. Da oben geht es dann irgendwo hin. Dann können wir da hingehen und dorthin und... Habe ich nicht hier auch noch einen erschossen? Und doch, das war der... Lebt hier noch einer? Nein, aber... Ja, genau. Da unten muss ich hin und das kostet mir allerdings wieder Leben. Ich weiß nicht, ob sich das mit meinem Leben noch ausgeht. Ich bezweifle es, um ehrlich zu sein, stark. Ich glaube, das wird ihr Ende sein. Nicht mal? Da ist der Schlüssel, den wir wollten. Aha. Sehr gut. Wie kommen wir nun hier raus? Okay. Marschieren wir mal langsam hier durch. Okay, schön. Ich weiß, wir haben dort oben haben wir noch irgendwo einen erledigt. Das dürfte hier irgendwo gewesen sein. Oder? Anscheinend nicht. Aber wie man erkennt, das ganze Schiff hier ist umgefallen, möchte ich jetzt fast sagen. Klettern wir mal ein Stück rüber. Also ich finde das extremst cool, dass das ganze Schiff einfach einmal verkehrt rum ist. Okay, diese Tür ist auch nicht offen. Da liegt er ja, mit Automatikmunition. Sehr schön. Ich liebe Automatikmunition. Ich benutze sie zwar extrem selten, aber... Mensch und dann schon. Aha. Gut. Oha. Wie können wir das hier öffnen? Aha. Das sieht mir auch noch... Also es sind hier einen Haufen Türen. Uch. Oh, und was haben wir denn hier? Unterbrecher Nummer Uno. Aha. Was haben wir jetzt? Waschraumschlüssel und einen Unterbrecher. Speichern. Hier. Und ich muss rasch was nachschauen. Gut. Damit haben wir das. Ja, komm schon. Gut, damit können wir hier dabei wieder rausgehen. Nachdem wir alles haben. Allerdings bin ich mir dabei so meines Lebens etwas sicherer, vor allem weil ich jetzt befürchte. Wenn ich hier jetzt im Waschraum den Schlüssel einsetze, ich könnte einfach ein Schläger kommen, ich spür's. Typ, der uns niedermetzelt. Okay, noch nicht.
Ja. Sympathisch? Nee, unsympathisch, er hat nichts für uns. Diese Ratte. Gut, dann... Okay, allerdings, wenn wir da hinein möchten, habe ich einfach so ein Gefühl, dass ich den hier nochmal drücken muss. Weil sonst, glaube ich, müssen wir einen Haufen Wege umsonst machen. Oder nochmal machen. Gut, aber nun ist dort drüben die eine Türe offen. Das heißt, wir können jetzt wieder da drauf gehen. Das haben wir von dort drüben gemacht. Und hoch die Tassen. Da liegt wirklich nichts. Nein. Okay, und... auf Seiten. Und... hinauf. Und speichern. Mal sehen, mit was wir es jetzt zu tun bekommen. Aha. Ach nein. Ach nein. Ich hasse das. Okay, also für Schlüssel haben wir keine mehr. Wir haben nur einen Unterbrecher, gut. Dann fangen wir einfach mal an und öffnen die Tür. Wir können diese Tür öffnen, diese Tür da drüben. Dann öffnen wir einfach mal Türe Nummer 1. Wir sehen hinein, wir sehen links niemanden, wir sehen rechts niemanden, aber ich wette, wenn ich hineinspringe, steht dann einer dort. Huh, ha! Oder auch nicht. Gut, dann halt hier. Sesam, öffne dich. Was haben wir hier? Das hier sieht jetzt tödlich aus. Okay. Kiste. Kommt zu Papa. Noch einmal. Dann einmal drüber. Dort liegt nichts. Gut, jetzt möchte ich sie dorthin schieben. Das ist mächtig. Da oben ist ja auch eine Tür. Ei weh. Gut, dann ganz ins Eck. Drehen, drehen, drehen. Hin, nein. Ziehen. Dann hinschieben. Gut. Dann Hebel. Die Tür hier ist offen. Sehr gut. Dann ziehen. Und jetzt. Ich möchte so unbedingt da dahinter schauen, in dieses Loch, wo wir gerade die Kiste hier rausgezogen haben. Ich hab's einfach im Gefühl, dass da was sein muss. Naja. Oh, verdammt, ich muss niesen. Ach, lecker. Na dann, mit der Shotgun bewaffnet, machen wir uns auf den Weg.
Okay. Da geht's mal nicht weiter. Dann gehen wir hier weiter. Das geht nach oben. Uah. Damn it, hat's mich jetzt gerissen. Hat er uns was fallen gelassen? Natürlich nicht. Okay, gut. Boah, meine Nerven. Schrecklich. Ich muss jetzt mal kurz speichern. Dann... Oh! Was haben wir denn hier? Aha. Einen Schlüssel. Nein. Schieben. Danke. Jetzt nach oben. Moment. Was ist mit der einen Tür von vorhin? Okay, jetzt sind wir hier. Das war wahrscheinlich die eine Tür von vorhin. Mal kurz schauen. Ja, das muss es sein. Nutzt uns allerdings im Ernst nichts, wenn die offen ist. Warum ist sie da? Ich verstehe, wer will. Egal, wir haben jetzt einen Schlüssel. Diesen Schlüssel. Sperren wir hier auf? Nein. Hier. Rostiger Schlüssel. Okay. Na dann. Runter geht's. Ich habe einfach das Gefühl, da unten wartet keiner auf uns. Was wollen wir hier unten? Egal. Okay. Einmal so. Einmal so. Zug. Und einmal ganz herum. Nein. Schub. Gut, dann ziehen wir den jetzt raus. Und wir ziehen ihn gleich nochmal raus. Okay. Wie es ausschaut, schieben wir ihn bis ganz nach draußen. Interessant. Was machen wir mit dem? Hinaus? Geht sich das überhaupt aus? Kann sich nicht ausgehen. Ich habe nur noch mehr zwei Felder. Dann halt hinein. Verdammt. Ja, und rein da. Ja, sehr schön. Vielleicht noch eins? Nein. Okay. Gehen wir mal weiter jagen. Hier sind wir jetzt. Ah, okay. Okay. Wow. Ja, ich wollte gerade sagen, da war doch was. Aber durch den Lag habe ich das nicht mitbekommen. Natürlich, der Lag ist schuld. Nie der Spieler selbst.
Und... Sehr schön. Problem solved. Was haben wir hier? Damit haben wir Nummer 2. Aha. Ja, so gefällt mir das. Schau mal, warum überrollen uns eigentlich die zweiten nicht? Wollen nicht, okay. Ja? Auch ein freundlicher Zeitgenosse? Hat er was für uns? Nö. Da oben geht's nicht hin, da ist ein Loch. Schauen wir zuerst mal hier hinein. Ist hier was für uns? Okay. Hier sind wir im geballten Kosmos des Nichts. Gut. Hätten wir das geklärt? Wir wollen wahrscheinlich hier oben durch, demnach müssen wir zuerst hier nach unten rein. Na dann, speichern wir mal. Ach, wenn es jetzt wieder mal leckt wie Sau. Hier können wir nicht öffnen. Hebel. Zug. Bam. Na, hat sich im Boot festgeschwommen, oder? Ne, sehr gut. Okay. Was ist das jetzt? Wir haben hier einen Hebel, wir haben hier eine Tür. Hier durchgehen. Ist die verdammte Tür zu. Hä? Fuck? Ist die eine Tür wieder offen? Ich check's gerade überhaupt nicht. Ist hier irgendwas offen? Ach, Hilfe! Jetzt hier wahrscheinlich den Hebel jetzt. Den hätte ich wahrscheinlich vorher auch schon ziehen können, aber hinter mir ist irgendwas. Irgendwo geht hier etwas herum. Benutzt den Hebel. Ah, das war die Tür. Okay. Ach, jetzt ist da drüben das offen. Und ich höre sie schon schnaufen wie die alten Hunde. Ach Gottchen. Na dann. Kommt mal her. Das war mal einer. Ich beruf auch immer er hatte. Oh, das ist ein anderes, das ist eine andere Sorte. Ah, da hinten liegt ein Unterbrecher. Ich glaube, das muss sich anders lösen. Schieß einfach, Lara, schieß. Schieß, einfach schießen. Tot, sehr gut. Einer geht hier noch.
Wie ist Ihr Name? Töte ihn! Sehr gut. So. Jetzt ist er ruhig. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Gut. Dann schauen wir uns zuerst mal auf dieser Ebene hier um. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Knopf. Was mir irgendwie getimed aussieht. So komme ich hier runter. Sicher zumindest. Aha. Gut, okay. Die haben doch noch was für mich. Ein Medipack, okay. Aha. Hier kann ich wieder rauf. Da drüben ist schon wieder ein Knopf. Ich kenne mich gerade gar nicht mehr aus. Ah, sehr gut, das geht zu. Nein! Das ist nicht gut für die Bio. So, nichts. Okay. Drüben. Nichts. Was macht der Knopf hier? Das verdammte Wasser ist draußen. Okay. Ist diese Tür hier wieder offen? Und wir sind wieder draußen. Und der Ort hier sieht uns nie wieder. Nie, nie wieder. Hoffe ich zumindest. Oh. Runter. Ui, das tut vielleicht weh. Die Frage ist jetzt, nehmen wir nur ein kleines oder nehmen wir ein großes? Wir nehmen 19 zu 16. Von der, was wir halt mehr haben. Na bravo. Mal schauen, was kommt als nächstes? Wie viele Unterbrecher haben wir denn eigentlich mittlerweile? Zwei. Ich glaube, wir brauchen drei. Soweit, wie ich das noch in Erinnerung habe. Okay. Wo geht's hin? Da geht's runter. Der letzte Unterbrecher. Aha. Ich fühle mich gerade gut. Was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke? Ich glaube, ich weiß es. Genau. Dachte ich mir. Kommt da einer auf uns zu? Da geht's runter. Wohin geht's hier? Ich höre hier schon wieder einen. Ist der hinter mir? Ist der vor mir? Hinter mir? Vor mir, er muss vor mir sein. Einen Vergnügen.
Er ist unter mir. Er ist nicht anwesend. Er ist nicht anwesend. Ah. Ja, okay, das war jetzt unspektakulär. Hey, Munition. Aha. Speichern wir gleich wieder mal.